Guten Abend, liebe Zuschauer hier im Studio. Guten Abend, liebe Zuschauer zu Hause. Vor wenigen Tagen hat die Welt eines schicksalhaften Tages gedacht. Des 10. Jahrestages des Einmarsches der Sowjetarmeen in die Tschechoslowakei, unterstützt von 4 anderen Warschauer Paktmächten. Zweck, den Prager Frühling zu beenden, zu zerstören und zu erledigen. Sie, Herr Dr. Zdeněk Mlynář, waren eine der ganz zentralen Persönlichkeiten im Prager Frühling, einer der engsten Mitarbeiter von Alexander Dubček. Sie sind einer der Architekten des Aktionsprogramms des Prager Frühlings. Sie haben die ganze Entwicklung mitgemacht, auch wie ein Teil, Dubček und seine allerengsten Mitarbeiter, nach dem Einmarsch in die Sowjetunion verschleppt wurden, im Kreml gezwungen wurden, eine Kapitulation zu unterzeichnen. Da waren Sie mit dabei, auch Sie hatten sie zu unterzeichnen. Sie hatten noch Hoffnungen zuerst, dass vielleicht etwas gerettet werden könnte vom Reformkommunismus. Nach wenigen Wochen schon sahen Sie, dass auch das eine Illusion war, traten freiwillig aus eigenen Stücken zurück von Ihrem Amt als ZK-Sekretär, wurden aus dem Zentralkomitee ausgeschlossen, später auch aus der Partei, haben noch 7 Jahre unter dem Gustav Husak-Regime gelebt. Und über diese ganze Entwicklung haben Sie, ich darf es schon sagen, ich sage es aus Überzeugung, ein brillantes Buch geschrieben, nämlich unter dem Titel Nachtfrost. Nachtfrost ist eigentlich eine kurzfristige Angelegenheit. Schwingt damit, dass Sie doch noch Hoffnungen haben, dass in Ansätzen etwas gerettet werden könne, jetzt oder in den nächsten Monaten, Jahren vom Prager Frühling? Ja, wissen Sie, kurzfristig gesehen und im politischen Sinne bin ich kein Optimist, weil es hat sich vieles geändert nach dem Einmarsch. Zum Beispiel, ich halte jetzt für unmöglich, dass der Druck zur Demokratie von unten, von der Seite der Bevölkerung, sich wieder mit einer Reformströmung innerhalb der Machtstruktur vereinigen kann, weil es gibt keine solche Strömung mehr. Dass nach der Parteisäuberung im Jahre 70 wurden diese reformkommunistische Kräfte außerhalb der Machtstruktur und außerhalb der Partei gestellt. Sie wurden aus der Partei herausgeworfen? Ja, ja, ja. Ungefähr die Hälfte der Mitglieder? Sozusagen, sie leben in vielen Fällen außer Gesetz überhaupt. Sie sind der bürgerlichen Grundrechte beraubt und so weiter. Also in diesem Sinne hoffe ich nicht an eine bloße Wiederholung des Prager Frühlings, aber sonst bin ich davon überzeugt, dass man kann nicht durch Gewalt und durch solche Maßnahmen, die nach dem Einmarsch verwirklicht wurden, eine demokratische Tradition eines Volkes ausradieren. Man kann nicht aus dem tschechischen, slowakischen Volkes ein sozusagen halb asiatisches Volk machen. Diese Völker gehören zum Westeuropa und zum Europa und sie tragen diese Zivilisations-, Kultur- und politische Traditionen weiter. Also langfristig bin ich kein Pessimist. Sie haben in diesem Buch Nachtfrost eine schonungslose Abrechnung geschrieben mit dem Kommunismus. Ich muss es vielleicht so pauschalisieren. Mit den Methoden, die im Kreml herrschen. Sie stehen nicht an, Vergleiche mit Gangsterbanden zu ziehen. Aber nicht nur im Kreml, sondern auch in der tschechoslowakischen kommunistischen Partei. Lug, Lüge, Betrug, Verrat, ja sogar Mord. Das schildern Sie alles. Es ist eine niederschmetternde Abrechnung, muss ich schon sagen, bei aller Sachlichkeit. Ich nehme an, Sie stehen heute dem Kommunismus sehr fern. Wie würden Sie denn jetzt, wenn Sie wünschen könnten, welche Gesellschaftsform würden Sie sich vorstellen für die Tschechoslowakei? Ja, wissen Sie, das ist eine schwierige Frage, kurz zu beantworten. In jedem Falle bin ich davon überzeugt, dass einige Maßnahmen, die nach dem Jahre 45 und 48 verwirklicht wurden, sind doch im Allgemeinen, also immer
im Einklang mit den Interessen der Bevölkerung. Aber es betrifft nicht das System der totalitären Diktatur. Es betrifft meiner Meinung nach einige ökonomische oder gesellschaftliche Maßnahmen. Ja. Aber welche Art von Gesellschaftsform würden Sie, woran würden Sie denken? Ein demokratisch-sozialistisches Staats- und Regierungsgebilde, Verstaatlichung der Produktionsmittel oder eventuell eine Mischform oder vielleicht überhaupt eine Entstaatlichung, Reprivatisierung. Was, wir wissen, ja, das ist ja, heute ja, nicht möglich. Ja. Aber welche Gesellschaftsform würde Ihnen da vorschweben? Es ist wahrscheinlich so, dass man darf sich nicht einen Rückkehr oder einfachen Rückkehr vorzustellen zu den Formen, die vor dem Jahre 1945 oder 1948 herrschten in allen Staaten des sowjetischen Blocks. Wenn ich es in den Begriffen ausdrücken soll, wie Sie es haben, also dann glaube ich an einen demokratischen Sozialismus, aber es ist auch nur ein sozusagen Klebezettel, wenn wir es so sagen. Ja. Es gibt viele Probleme hier, die wir wahrscheinlich nicht imstande sind, in dieser Diskussion alle zu klären. Aber in jedem Falle bin ich davon überzeugt, dass die Verstaatlichung, wie Sie das genannt haben, also ein Versuch, die entscheidende Produktionsmittel in Hand der Gesellschaft zu behalten, kann man und muss man mit einer politischen Struktur vereinigen, die im Grunde dem pluralistischen demokratischen System ähnlich sein wird oder mit ihm identisch sein wird. Auf welche Weise kann sich das in der Praxis entwickeln? Das ist schon etwas anderes, weil es gibt verschiedene gesellschaftliche Unterschiede, die dazu führen, dass innerhalb der Gesellschaft gibt man überhaupt andere Schichten, andere ökonomische und gesellschaftliche Interessen als zum Beispiel in den heutigen westlichen Gesellschaftsformen. Aber im Grunde das Prinzip, dass alle diese Interessen das Recht haben müssen, sich einzudrücken, die politische Entscheidungen zu beeinflussen, auf demokratische Weise mitzubestimmen und so weiter, dass sie das Recht haben müssen, gegen eine bürokratische Minderheit, die auf diktatorische Weise dort jetzt herrscht, sich widerstellen. Das ist meiner Meinung nach, das sind Grundprinzipien, die auch im Osten oder in jedem Fall in den mitteleuropäischen Staaten des Sowjetblocks zur Geltung kommen sollen. Ich habe eine Frage. Ich will nur sagen, man spricht im Osten zum Beispiel. Ja. Ja, ich lebe jetzt in Wien und es ist eigentlich lächerlich, wenn ich in Wien höre, wie die Wiener über Prag als über Osteuropa sprechen, weil Wien 200 Kilometer östlich von Prag liegt. Ja. Also ich bin der Meinung, dass es auch ein Mitteleuropa gibt, und zwar Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und DDR. Und dass etwas anders ist als Osteuropa im eigenen Sinne, als Russland, Bulgarien, als Bulgarien, sogar auch Rumänien und so weiter. Ja. Und vor allem geht es meiner Meinung nach über die Entwicklung in diesem Raum, diesem mitteleuropäischen Raum, der doch einige westeuropäischen Traditionen erlebt hatte. Ich habe eine Frage noch. Aus Ihrem Buch geht hervor, welch verheerende Rolle eigentlich die Ideologie spielt. Nämlich das Gedankengebäude, das marxistisch-leninistische, das es erlaubt, jede Ideologie im Namen einer höheren Idee Untaten, und ich drücke mich vorsichtig aus, Sie haben es Verbrechen genannt, zu begehen, weil es ja dem höheren Zwecke dient. Außerdem tut ja eine Ideologie den Blick für die Wirklichkeit, für die Realität verstellen. Könnte man sagen, Ideologie ist böse an sich? Böse an sich wahrscheinlich sein sozusagen extremes Begriff. Ich bin der Meinung, dass ohne Ideologie überhaupt wahrscheinlich kein politisches Leben gibt. Es ist aber die Frage, ob eine Ideologie tolerant ist zu anderen Ideologien. Kann sie das sein überhaupt? Marxistisch-leninistische Ideologie, ja? Ja, eine Ideologie, Sie, Herr Steinhoff, überhaupt kennen die Ideologie ja auch.
Sie waren Soldat im Zweiten Weltkrieg. Sie haben an sämtlichen Fronten als Flieger gekämpft, sind kurz vor Kriegsende verunglückt mit einer Me 262 und haben für einen Staat gekämpft, gezwungenermaßen, vielleicht auch zum Teil freiwillig, der stark ideologisch geprägt war. Würden Sie Ideologie als böse an sich betrachten oder nicht? Herr Gauthier, ich würde nicht sagen böse an sich, aber ich bin voller Skepsis gegen Ideologie. Ich meine, am Tisch hier sitzen zwei, die unter einer Diktatur gelebt haben. Sie unter der sowjetischen, ich unter der Diktatur des Dritten Reiches. Ich bin voller Skepsis. Ideologie kann leicht ein Gift der Verführung werden. Es ist ja ein Phänomen, wie es möglich war in Deutschland. Das Dritte Reich hat 6 Jahre gelebt, da begann der Krieg. Eine Nation infiziert worden ist von einer Ideologie, die eine Pseudo-Ideologie war, die uns alle verrückt gemacht hat. Deswegen bin ich von vornherein skeptisch dagegen. Ich will nicht sagen, sie ist an sich böse. Wenn sie glaubhaft ist, die andere Frage ist die, haben wir eine demokratische Ideologie, kann man das sagen oder nicht? Ich würde sagen, nein. Aber das ist eine interessante Frage. Nämlich, ich habe noch eine Vorfrage. Yeah. Wie stark hat auf Sie eigentlich die Ideologie gewirkt? Sie mussten sich Ihres Lebens erwehren, yeah, in den Jagdflugzeugen und, yeah, im täglichen Kampf ums Überleben. Aber sicher waren Sie auch beeinflusst von dieser Ideologie. Wie hat sich der Loslösungsprozess eigentlich vollzogen? Wissen Sie das selber? Können Sie es feststellen? Ich kann das jetzt nachvollziehen. Ich habe darüber nachgedacht, all diese Jahre und mich auch beobachtet dabei. Eigentlich hat mir Ideologie mich unwesentlich oder gar nicht beeinflusst während dieses ganzen Kriegsgeschehens. Wie ich schon sagte, das Dritte Reich war 6 Jahre alt, da begann ein Krieg. Die Nation war betrunken gemacht worden in irgendeiner Form, in schrecklicher Form, durch Goebbels, Hitler selbst. Wir waren ganz junge Leute, als der Krieg begann, war ich 25 Jahre, ich kam von der Universität. Es hatte gar nicht ausgereicht, uns zu ideologisieren in dem Sinne der Nazis, echt zu ideologisieren. Und sehr bald hat man uns im Krieg klargemacht, dieses sei eine Art vaterländischer Krieg um die Freiheit der Nation, um den Lebensraum der Nation. Wir sind ganz wenig beeinflusst gewesen davon. Das andere ist natürlich dabei durchaus wichtig zu wissen, die Nazis haben es fertig gemacht, einen Überwachungsapparat aufzubauen, der es sehr schwierig machte, etwa Gedanken zu äußern, die nicht in diese ideologische Pattern hineinpassten. Deswegen war man vorsichtig, sich zu äußern. Wir hatten nationalsozialistische Führungsoffiziere, die das überwachten, was wir taten. Und wenn Sie mich heute fragen, wieso ich bis Kriegsende für diesen Hitler geflogen bin, so kann ich nur sagen, welche Alternative hätte ich gehabt? Hätte ich überlaufen sollen? Letztlich kämpfte die ganze Nation, das waren 6 Millionen Soldaten. Der Widerstand gegen Hitler ist sehr langsam gewachsen. Gottlob waren es wieder die Offiziere und Soldaten, die Hitler zu töten versucht haben. Nicht all diese Wissenschaftler und Denkenköpfe, die sagen, sie hätten Widerstand geleistet, sie haben nicht gewagt, Hitler zu beseitigen. Und dann, als die Alliierten, ich glaube, nach Casablanca, die bedingungslose Kapitulation bekannt gegeben haben, gab es für uns eine Alternative. Wenn Sie mich fragen, warum ich bis Kriegsende geflogen bin, ich habe mich geschämt zuletzt, dass Soldaten Lanzer aufgehängt wurden, weil sie nicht mehr kämpfen wollten, gegen den Osten, gegen die Alliierten. Und ich etwa mich zurückziehen sollte in den Generalstab oder irgendwelche Stäbe, um feige zu sein. Ich habe einfach Scham empfunden, dass ich nicht bis zuletzt versucht habe, zu retten, was zu retten war? Es wird im Westen, bei uns wird ja oft bedauert, dass wir eigentlich keine Ideologie haben. Man sagt also im Osten, ich sage es jetzt ganz so pauschal, gibt es die marxistisch-leninistische Ideologie, das ist ein Schild, das ist ein Panzer förmlich, und wir haben keine Ideologie, die wir dem entgegenstellen könnten. Wäre das überhaupt wünschenswert, dass wir eine solche hätten? Können wir überhaupt eine haben? Und es ist nicht ein Glück, dass wir keine haben. Ich weiß nicht, ob man einen Unterschied machen sollte zwischen Idee
und Ideologie. Ich würde doch sagen, ich glaube nicht, dass der Westen keine Ideologie hat. Ich glaube, der Liberalismus ist eine Ideologie. Die soziale Demokratie ist eine Ideologie. Auch der Konservatismus ist eine Ideologie. Was ihn unterscheidet vom Nationalsozialismus und vom Kommunismus sowjetischer Prägung, ist, glaube ich, dass diese westlichen Ideologien keinen Totalitätsanspruch auf den Menschen erheben. Dass sie also nicht sagen, dass sie nicht eine Religion ersetzen wollen, sondern dass sie doch irgendwo im Hintergrund, auch wenn sie natürlich meinen, dass sie die bessere Wahrheit haben als ihre Gegenpartner, doch irgendwo im Hintergrund noch den Zweifel, der Zweifel auch drin ist, dass sie also doch nicht die ganze Wahrheit haben. Ich glaube, ich kann mir keine Gesellschaft ohne Ideologie vorstellen. Dann verstehen wir zwei verschiedene Dinge unter Ideologie. Ja. Für mich ist das ein totalitärer Anspruch. Ich habe mir hier notiert, ich weiß nicht, ob Sie dem, wie Sie sich dazu stellen. Es gibt den Ausdruck von Fulbright über die Arroganz der Macht. Aber es, man könnte doch auch formulieren, die Arroganz der Ideologie. Muss man nicht so sagen. Die also für sich in Anspruch nimmt, zu wissen, was für ein Volk oder für die Menschheit sogar gut ist und dieses Volk oder die Menschheit dazu zu zwingen. Woher nehmen die das Recht? Ich glaube, die Frage ist doch die, ob wir gewisse Begriffe, ob wir uns nicht scheuen, gewisse Begriffe heute noch auszusprechen. Zum Beispiel den Begriff Frieden. Weil es eine marxistische, eine sowjetische Friedensbewegung gibt, wird man fast verdächtig, wenn man noch von Frieden spricht. Ideologie ist dermaßen kompromittiert worden durch die totalitären Ideologien, dass man fast nicht mehr wagt, von einer liberalen, von einer demokratischen Ideologie zu sprechen. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht, wie soll ich sagen, so tyrannisieren lassen, dass wir nicht mehr unterscheiden zwischen Ideologie, einer demokratischen Ideologie, das heißt einem Bekenntnis zur Toleranz, nicht nur zur Duldung dessen, der anders ist als ich, sondern zum Wünschen, dass der anders ist als ich, mitbestimmt, weil das ja den Reichtum der Welt und der Gesellschaft ausmacht. Ich glaube, ich würde das auch Ideologie nennen, aber eine Ideologie des Menschlichen, des Humanen, der Toleranz im Unterschied zur Ideologie des Totalitarismus, die meiner Meinung nach nun mit Ideen schon nichts mehr zu tun hat, sondern mit einer Überwältigung des Menschen, die Ideen überhaupt nicht mehr zum Tragen kommen lässt. Könnten Sie dem zustimmen? Ja, im Grunde ja. Ich bin auch der Meinung, dass man nicht unter der Ideologie nur eine totalitäre Ideologie zu verstehen ist. Es gibt doch liberale Ideologien, sogar auch Religion muss man als eine Ideologie. Ja, aber die macht ja den Totalitätsanspruch. Nein, einige, gewisse Ideologien neigen zu einem totalitären Anspruch, das ist etwas anderes. Ja. Und diese Ideologien, meiner Meinung nach, machen vor allem den Fehler, dass sie die Macht und die Gewalt für ein Mittel halten, mit welchem die ideologischen Ziele zu verwirklichen ist, dass sie das alles vereinfachen. Im Grunde jede Ideologie vereinfacht wahrscheinlich die Wirklichkeit. Und zwar im Interesse der Ideologie selbst und der Träger der gewissen Ideologie. Aber wenn diese Vereinfachung dazu kommt, dass man die Macht und die Gewalt für ein Mittel hält, mit dem das Ziel verwirklichbar ist, also dann stehen wir wahrscheinlich schon am Grenze einer totalitären Ideologie, einer Ideologie, die dann dazu neigt, eine Diktatur zu verwirklichen. Sie sagen das in Ihrem Buch verschiedentlich. Das Ziel, nicht Sie unterschreiben das, sondern Sie sagen das von den Machthabern, den damaligen, also Nowotny und auch vom Kreml, das Ziel rechtfertigt die Mittel. Ist das, das würden Sie ablehnen heute? Naja, das muss man im Grunde ablehnen. Das ist eine alte Frage. Das war schon bei den Jesuiten die Frage. Und da haben sich damit viele Denker beschäftigt. Also ist nicht so einfach. Aber in jedem Fall ist es wahrscheinlich so, dass wenn man solche Mittel anwendet, die mit dem Ziel nicht im Einklang sind, also das geht jetzt schon alles schief. Herr Steinhoff,
Sie haben, ich weiß das, zwei Interessen. Also ich will das jetzt nicht Hobby nennen, sondern Interessen. Das eine ist Reiten und das andere ist Malerei. Aber Schreiben. Ah, das steht in Ihren Unterlagen nicht. Das haben Sie mir verschwiegen. Nun, das Schreiben, das kann ich also bestätigen. Ich habe natürlich gelesen, die Straße von Messina, ein unglaublich anschaulicher, packender Bericht über die letzten Tage der Luftwaffe in Sizilien und was das alles bedeutete für die Beteiligten. Auch die letzte Stunde, die Revolte gegen Göring, an der Sie beteiligt waren. Das kommt also noch dazu. Aber Sie sind ein begeisterter Flieger. Das kann ja nicht anders sein. Das geht auch aus Ihren Schriften hervor. Jetzt heute Abend um 5:07 sind Sie hier eingeflogen, mit einer Swissair-Maschine. Wenn Sie als Flieger in einer Verkehrsmaschine fliegen, fliegen Sie da innerlich mit oder lesen Sie Zeitung und kümmern sich gar nicht um das, was der vorne in der Kanzel tut? Wenn ich ehrlich sein soll, Herr Görschi, die erste Zeit, nachdem ich pensioniert war, also nicht mehr fliegen durfte in Militärmaschinen, habe ich Angst gehabt. Das Gefühl der Angst, wenn ich in eine Verkehrsmaschine einstieg, weil ich, wenn das Wetter schlecht war, dachte, was macht ihr jetzt da vorne? Inzwischen fliege ich so viel hin und her, dass ich die Zeitung lese, die Zürcher Zeitung dabei lese und mir gar nichts nachdenke. Und auch weiß, dass der Sicherheitsgrad schon enorm ist. Aber dazu muss ich sagen, wenn es Wetterlagen gibt, dann, wo ich sage, würdest du das noch schaffen, dann fange ich an zu schwitzen. Heute noch? Heute noch. Heute noch. Sie haben mir ein Stichwort gegeben. Angst. Ein weit verbreitetes Phänomen unter den Menschen generell. Sie haben in Ihrem Buch in Straße von Messina wiederholt, weisen Sie darauf hin, wenn ein Flugzeugführer weiß, jetzt muss ich diese fliegenden Festungen, gegen die ich mich nicht wehren kann, muss ich angreifen. Das ist Todesangst. Todesangst. Und jeden Tag war das und stundenlang und zwei, drei, vier Einsätze im Tag. Das ist die physische Angst. Und das Gegenteil ist der Mut, trotz dieser Angst zu fliegen und zu kämpfen. Dann gibt es aber auch die moralische Angst. Und da komme ich eigentlich mehr aufs Politische. Waren es Sie oder war es ein anderer Autor, der von der Angst spricht, der in den Führungsgremien sogar, mindestens in der Partei, so verbreitet war, auch im Kreml verbreitet ist und dass die Atmosphäre durch Angst geprägt ist und andererseits dann es gelegentlich mutige Menschen gibt, die hier und haben diese Dinge miteinander zu tun, die physische Angst, die Todesangst, die ja im Politischen auch der Fall war. Darf ich eine Zwischenfrage? Ja? Das wollte ich Sie fragen, Herr Menja. Sie haben das Protokoll damals in Moskau mit unterschrieben, nicht wahr? Ja. Haben Sie Angst gehabt dabei? Was waren die Überlegungen? Bei der Unterschrift selbst, es war schon keine Frage über Angst im Sinne einer persönlichen Angst, wo sich die politische mit der physischen Angst vereinigt. Es war vor allem eine Angst oder ein Gefühl einer Verantwortlichkeit für den Tat. Ja, also wir haben wahrscheinlich alle Angst gehabt, was die Menschen in der Tschechoslowakei dazu sagen werden. Das ist beim Politiker auch eine Art von Angst, wenn er eine Verantwortlichkeit fühlt. Vor allem ist es wahrscheinlich so in den unter normalen Bedingungen. Es gibt auch in der Politik und vor allem in den totalitären Systemen solche Situationen, wo sich die politische Angst mit einer physischen Angst vereinigt. Das war zum Beispiel die Nacht am 20. und 21. August, wenn wir wussten, dass jetzt kommen die Fallschirmjäger. Und es ist doch keine politische Verhandlung, wenn jemand mit den Maschinenpistolen in den Nacken steht. Ja, ich muss vielleicht für die Zuschauer sagen, Sie saßen im Parteipräsidium mit Dubček, mit Smirkovsky, mit elf Leuten. Ja, und dann kamen die russischen Soldaten und richteten die Maschinenpistolen auf Sie. Ja, wir wurden verhaftet, also es ist in der modernen Zeit immer mit einer Maschinenpistole
verbunden. Aber das war auch etwas anderes wahrscheinlich, weil das sind nicht sozusagen existenzielle Situationen eines Individuums wie im Kampfflugzeug oder so etwas. Es sind immer gesellschaftliche und politische Situationen, die man auch rationell analysieren muss. Und damals zum Beispiel in der Nacht wusste ich fast genau, dass es nicht dazu kommt, dass wir an der Stelle erschossen werden. Das war unwahrscheinlich. Das macht man nicht so. Man macht ein Gericht, ein Revolutionär-Tribunal oder so etwas wie in Ungarn zum Beispiel, mit nachdem schon die Aggressoren siegen. Ja? Also, aber es war auch mit einer Angst verbunden. Aber in jedem Fall in der Politik, meiner Meinung nach, ist vor allem das Gefühl einer Verantwortlichkeit und eine Angst, wenn sie etwas machen, ob es auch von den Menschen, zu denen sie in der Stellung einer Herrschenden stehen, verbilligt wird. Ja? Aber nicht wahr, die Führung Dubčeks, Murkowski und eben die allerengste Führung, die nicht pro Moskau war, die war ja verschleppt worden und war in der Ukraine festgesetzt. Und Sie schreiben, die waren eigentlich schon, hatten mit dem Leben abgeschlossen. Ja, das ist klar, weil sie lebten mit einer Vorstellung, dass es schon die erste Stufe zu einer sogenannten revolutionären Tribunal ist. Und es sollte auch so sein. Es gab ein solches Szenario damals. Nur hat es nicht funktioniert. Nur hat es nicht funktioniert, weil der passive Widerstand des Volkes und überhaupt auch die politischen Umstände anders waren. Und die sowjetische Führung konnte das damals nicht verwirklichen. Ich habe noch eine Frage. Ich möchte Sie das beide fragen. Ist nicht die Angst eine Voraussetzung des Mutes? Nämlich in dem Sinne, dass wenn man in einer Situation ist, in der es um Leben oder Tod geht und man möchte überleben, und in dem Augenblick muss man sich überlegen, was tut man jetzt, damit ich überleben kann. Und dann, dass etwas Mutiges tut, aus der Angst heraus. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie in einer ähnlichen Situation waren, wie beispielsweise der Kapitän eines untergehenden Schiffes. Er muss einerseits alles tun, damit die Passagiere gerettet werden. Das ist vielleicht dieses Gefühl der Verantwortlichkeit. Er aber weiß, dass das, was er tut, seinen eigenen Tod bedeuten kann. Es ist einerseits Angst, aber doch die Voraussetzung des Mutes. Ich weiß nicht, wie Sie das erlebt haben. Wenn ich einen kleinen Witz erzählen darf, der General sitzt im Schützengraben, neben ihm sitzt der Leutnant und der General zittert, weil die Artillerieeinschläge rundum einschlagen. Da sagt der Leutnant: Herr General, Sie haben doch nicht etwa Angst? Darauf sagt der General: Herr Leutnant, wenn Sie so viel Angst hätten wie ich, wären Sie längst davongerannt. Das ist die physische Angst im Kampf, glaube ich. Ja. Was Sie mehr meinen, ist die Angst in Form der Zivilcourage, ja. Eine völlig andere Art. Ich glaube, und das mag bitter klingen, in meiner Nation ist diese Form der Zivilcourage, gerade im Dritten Reich, nicht sehr viel exerziert worden. Ich schätze die viel höher ein als die sogenannte Tapferkeit im militärischen Sinne. Was der Stauffenberg getan hat, wenn er auch nicht selbst geschossen hat, ich glaube, dass er sehr viel mehr Angst gehabt hat, als wir, die wir kämpfen an der Front waren. Ja, aber dieser Mut, dieser sozusagen Mut zum Beispiel der Menschenrechtler heute im Ostblock, das ist schon etwas, was mit einem Wertsystem verbunden ist. Ja. Und es steht nicht ganz im Widerspruch zu dem Überleben. Aber es ist die Frage, auf welche Weise darf man überhaupt überleben? Ob es noch ein Leben ist, wenn man es überlebt, ohne einige gewisse Werte zu verteidigen. Ich muss dafür die Zuschauer einfügen. Sie, Zdeněk Mlynář, sind einer der Mitinitiatoren, der Hauptinitiatoren der Charta 77. Sie haben bis vor einem Jahr unter schwierigen Bedingungen in der Tschechoslowakei gelebt. Ich muss das sagen, Sie können das nicht selber sagen. Und haben sich auch öffentlich dazu bekannt. Wir hatten hier im Schweizer Fernsehen eine Sendung, wo sie sich
in der Tschechoslowakei aufgenommen, vor der Kamera zur Charta 77 bekannt haben, zusammen mit dem ehemaligen Außenminister Hayek. Ja, das war früher, und das ist der, 75, diese Art von ja. sich stellen, die Sie jetzt ansprechen. Ja, das meine ich, dass mit einem Wertsystem verbunden ist. Ja. Weil es gibt kein Leben mehr, wenn man gewisse Werte nicht verteidigen darf oder kann. Herr Steinhoff, Sie sagen irgendwo, für Sie seien die 3 Jahre, die Sie Vorsitzender des Militärausschusses der NATO waren, das ist das höchste strategische Gremium der NATO, die interessantesten und spannendsten Jahre Ihres Lebens gewesen. Liegt das, das stimmt, dieses Zitat, trifft ja? Trifft zu, ja. Liegt das daran, dass Sie hier eine globale Sicht hatten, mehr als der Normalbürger oder auch einer, der in einer Organisation, einer nationalen Organisation tätig ist? Nein, wenn ich gesagt habe, das waren die für mich furchtbarsten, schönsten Jahre meines Lebens, so hat das einmal zu tun damit, dass ich da in dem, was man sagt, reifen Mannesalter war. Ich war weiser, ich wusste mehr als vor 30, 40 Jahren. Ich habe den Krieg überlebt, ich war leben geblieben. Und dazu kommt ein Phänomen, ich saß ja plötzlich als Deutscher in einem militärischen Gremium als Vorgesetzter meiner Kriegsgegner. Stellen Sie sich vor, was das bedeutet hat. Das Vertrauen zu gewinnen war nicht einfach, aber es ist mir dann gelungen. Und in diesem Gremium mit 15 Nationen zu arbeiten, hat mir gezeigt, und ich bin ja von der Überzeugung her Europäer, dass nur in einer Interessensgemeinschaft der Nationen überhaupt ein Überleben möglich ist. In der Verteidigung, auch politisch und ökonomisch gesehen. Ich bin überzeugter Anhänger der europäischen Integration. Und auch die Reaktion all der Nationen auf das, was ich angefangen habe, war für mich die größte Befriedigung, die es gegeben hat. Aber Sie sprechen verschiedentlich davon, wie dringend die Integration Europas sei. Und es kommt aus dem Herzen, das merkt man, wenn man liest, was Sie gesagt haben. Aber das sehen das die Völker heute noch? Sie wissen es, Sie haben den Einblick und andere haben ihn auch noch, die an den Spitzen stehen. Aber realisieren wir das überhaupt noch? Kann das Volk, die Völker, die Deutschen, die Franzosen, die Italiener, wir auch letzten Endes, das überhaupt ja, begreifen, wie notwendig das wäre? Und wenn nicht, wie tut man das? Wie macht man das? Eine gute Frage. Sie wissen, wir wählen nächstes Jahr das Europäische Parlament, wie es auch aussehen mag. Es wird sein Beharrungsvermögen, sein Gewicht haben und Europa bewegen. Auf der anderen Seite, wir haben in den letzten Jahrzehnt eine starke Renationalisierung in Europa. Die Völker haben sich auf sich besonnen und alle möglichen Hindernisse aufgerichtet gegen dieses vereinte Europa. Bis hin zu den makabren Feststellungen, man könne in einem Europa so vieler Kulturräume und Sprachen nicht leben. Sie sind in der Schweiz das beste Beispiel, dass man das kann. Warum nicht in Europa genauso? Ich glaube, Europa ist, das hat der Professor Hallsteiner, was der erste Generalsekretär der EWG einmal gesagt, Europa ist wie auf einer Sanddüne Haferpflanzen eines Tags hält. Man muss Geduld haben. Ich glaube auch, dass die Europäer langsam zur Besinnung kommen und dass wir nicht hindriften zu einem stark sozialisierten Europa, das eine Brücke zum Marxismus des Osten wird. Aber ist es nicht so? Bitte, Herr Häsler. Ja, Herr Gautsche, Sie haben gesagt, sind die Völker bereit zur Integration Europas? Ich würde eher fragen, haben die Politiker verstanden, wie wichtig die europäische Integration wäre? Wenn ich so anschaue, was so geschieht, wie schwierig es ist, zum Beispiel sagen wir jetzt Portugal und Spanien und Griechenland und die Türkei wieder hereinzunehmen und wie da die nationalen Interessen, da habe ich doch eher den Eindruck, es sind die Politiker, die noch nicht begriffen haben, wie notwendig ist. Sie können nicht mehr recht haben, durch das, was Sie eben gesagt haben. Ich glaube, wenn Sie heute in Europa ein Referendum veranstalten, wo der Mann auf der Straße abstimmen kann, dann haben Sie Europa.
Es sind die Politiker im Wesentlichen, die natürlich nationale Interessen vertreten können, bis hin zu den sehr engsten ökonomischen Interessen jeder Nation. Sie haben über Türkei, Portugal gesprochen. Europa kostet Geld, die Bereitschaft, Kompromisse zu machen. Den Ausgleich zwischen den Armen und den Reichen, oder den Reichen und Armen, das müssen Europäer langsam zur Kenntnis nehmen. Die Frage ist doch, haben Sie noch so viel Zeit? Ich meine, wie lange wollen Sie dann Anspruch nehmen, das zur Kenntnis zu nehmen? Ich meine, die Welt entwickelt sich weiter. Heute habe ich gelesen, dass die Russen 5000, ich weiß jetzt nicht mal, atomare Sprengköpfe legen so etwas haben. Und der Westen, die NATO, hat 3600, nicht wahr? Also wie lange wird man Europa noch konzidieren können, um sich als ein Kontinent der Völker zu. Es geht ja doch nicht darum, dass alle Völker gleich werden. Nein, sondern Europa ist doch gerade deshalb interessant, weil jedes Volk anders ist. Der farbige Kulturraum, den wir haben in Europa. Wie lange werden die europäischen Politiker beanspruchen, Zeit beanspruchen, um dieses Vereinigte Europa zu schaffen? Werden die Sowjets so bleiben, wie sie sind? Dass die ich möchte hier eine Frage stellen. Sie sind ja NATO-Fachmann. Und wir sagen im Westen immer, Sie haben darüber geschrieben und immer wieder Stellungnahmen veröffentlicht, die Skepsis gegenüber der NATO, die also langsam sich, ich will nicht gerade sagen disintegriert, aber doch nicht mehr diese Kraft hat, die Sie ihr gerne zubilligen würden. Aber nun kann man ja umgekehrt fragen, wie stark ist denn eigentlich der Warschau-Pakt? Ich rede jetzt nicht von Sprengköpfen und wie viele mehr allenfalls der Warschau-Pakt hat, aber politisch. Sie haben doch politisch in Ihrem Buch völlig klar gemacht, dass diese Völker, also ich rede von der DDR, ich rede von Polen, von der Tschechoslowakei, wahrscheinlich auch von Ungarn, aber wir reden mal von diesen nur, doch beherrscht sind und, nennen wir es beim Namen, unterdrückt sind. Was ist denn dann die politische Stärke eines solchen Paktes, wenn man nur unter Zwang zusammen bleibt, nämlich unter sowjetischem Druck? Ja, ich möchte noch etwas zu der Frage der Einigung Europas sagen und dann zu dieser Frage weitergehen. Es geht darum, dass wahrscheinlich die Einigung Europas sich nur als einen demokratischen Prozess vorstellen kann. Das ist nicht auf undemokratische Weise möglich. Und deshalb dauert es. Und es ist auch ein Prozess, der reale Widersprüche beinhaltet, wirtschaftlichen oder ökonomischen Interesse, Egoismus von verschiedenen wirtschaftlichen internationalen Gesellschaften und nationalen Gesellschaften und so weiter. Das ist nicht einfach. Also meiner Meinung nach, man darf nicht die Erfolge nur so einfach beurteilen. Und zum Beispiel, hier gibt es eine Einheit im Ostblock und im Westen gibt es keine solche Einheit nicht. Es, wie Sie schon gesagt haben, das spricht nicht ganz klar etwas über die Stärke und Schwäche der Einigungen. Ja. Aber im Osten ist auch so, dass man darf sich nicht die Lage so vorstellen, dass die Unterdrückung in den mitteleuropäischen Staaten des sowjetischen Blocks solche Art ist, da dort die Völker auf eine Befreiung Armee vom Westen warten oder so etwas. Das wäre überhaupt nicht der Fall. Ja, das weiß ich. Weiß ich, dass hier ist nicht gemein. Ich sage das ganz allgemein aus. Das ist nicht der Fall. Also es muss auch wahrscheinlich im Osten dazu kommen, dass sich diese Kräfte, die eine demokratische Entwicklung, um eine demokratische Entwicklung kämpfen, zum Wort kommen und die Verhältnisse innerhalb des Sowjetblocks selbst ändern können. Dann wird es ein Beitrag zu der möglichen Einigung der ganzen Europa sein. Aber das ist eine langfristige Frage. Und dazu ist es wahrscheinlich so, dass aus dem militärischen Standpunkt ausgesehen sieht das anders aus. Weil wenn wir über einen sozusagen potenziellen militärischen Konflikt sprechen, dann spielen im Grunde auch die politischen Faktoren seine Rolle.
aber nicht in der ersten Linie und nicht wahrscheinlich in der ersten Zeit der Kampfoperationen und so weiter. Hier handelt es sich wirklich um die militärischen Kräfte, um die Anzahl der Panzer und so weiter und so weiter. Und das hängt nicht auf gerade Weise mit den politischen Bedingungen zusammen. Also hier gibt es dann Schwierigkeiten, weil zum Beispiel in diesem Sinne, man muss sehen, dass ein totalitäres System einen gewissen Übergewicht hat. Aber langfristig gesehen, in seiner politischen und wirtschaftlichen Kraft, in langfristiger Zeitspanne, ist nicht so. Aber es geht darum, ob eine solche langfristige Zeitspanne überhaupt zur Verfügung steht. Ja, zur Verfügung stellt. Ich habe noch eine Frage, Herr Mlinas. In Ihrem Buch Nachtfrost taucht immer mal wieder auf der vehemente, virulente Antisemitismus der Kremlführung. Zum Beispiel František Riegel, der einzige Tschechoslowake, der diese Kapitulation nicht unterzeichnet hat. Der wurde von Herrn Schelepin, also einem Kremlmann, Politbüromitglied, Schelest war es, von Schelest, als galizischer Jude beschimpft. Und also dieser Antisemitismus kommt immer wieder durch. Ist das einfach nur russische Tradition oder ist das mehr als das? Und gibt es Antisemitismus? Gehört da der in irgendeiner Weise zum heutigen russischen Regime? Wie steht es in Deutschland mit Antisemitismus? Wie steht es eventuell bei uns in der Schweiz? Vielleicht zuerst. Ja, es spielt hier die russische Tradition eine gewisse Rolle, sogar eine wichtige Rolle wahrscheinlich, aber im Grunde geht es nicht nur um diese Tradition, weil meiner Meinung nach jedes totalitäre System braucht eine Minderheit der Bevölkerung, die sie sozusagen öffentlich schimpfen kann und so weiter, gegen die sie alle diese Aggressivtendenzen der Bevölkerung, die auch der totalitären Diktatur gelten, ablenken kann. Ja? Also und die Juden, das ist wahrscheinlich geschichtlich, historisch verursacht, warum es die Juden sind in den Gesellschaften. Es passt Europas. Ja überhaupt nicht zur Ideologie, denn dort gibt es ja keine Rassenunterschiede. Es steht in schreiendem Gegensatz zu dem, was eigentlich. Ja, es gibt mehrere Tatsachen, die im schreienden Gegensatz zu der öffentlich geschriebenen Ideologie stehen, also diese auch. Ja. Aber ich glaube, man darf doch nicht vergessen, dass Lenin zum Beispiel die Bundisten, das waren die jüdische sozialistische Bewegung, äußerst heftig attackiert hat, dass auch bei Marx, der ja selbst jüdischer Herkunft war, gewisse antijüdische Aspekte da waren. Es gibt ja auch diesen jüdischen Selbsthass, den es gibt. Also ich glaube, da ist einerseits die Tradition und andererseits ist es doch hochinteressant. Einerseits waren ja in der Zwischenkriegszeit die kommunistischen Parteien in Ungarn, in Polen, in diesen osteuropäischen oder mitteleuropäischen Staaten, die Kommunisten aufnahmen, während dem andere Parteien sie nicht aufnahmen. Die Juden, meinen Sie? Die Juden, ja. Nach dem Kriege aber ist dieser Antisemitismus, der, glaube ich, nicht nur in der Sowjetunion war, sondern der auch in Polen ist, der in Ungarn ist, der auch in der Tschechoslowakei ist, aufgenommen worden von den, von den chauvinistischen Kommunisten in diesen Parteien. Das Lansky-Prozess hat einen eindeutig antisemitischen Charakter, in dem immer bei jedem Angeklagten ist jüdischer Herkunft und so weiter. In Polen das Szenario ist das ganz wurde in Moskau geschrieben. Sicher, aber ich bin nicht ganz sicher, ob es nicht, auf eine gewisse Sympathie gestoßen hat. Und Sie haben vorhin auf die Schweiz angedeutet. Darf ich es ganz konkret sagen? Gibt es bei uns Antisemitismus? Es gibt einen latenten Antisemitismus. Es ist ganz eindeutig, dass die Schweiz in ihrer Geschichte einen äußerst differenzierten, aber sehr wirkungsvollen Antisemitismus praktiziert hat. Es ist ja nicht ganz zufällig, dass Herr Rothmund seinerzeit, als er mit den Nationalsozialisten wegen der Kennzeichnung der Pässe der deutschen Juden verhandelt hat, erklärt hat, wir haben die Juden so behandelt, dass sie nach kurzer Zeit weitergewandert sind,
Jene, die geblieben sind, konnten dann ganz anständige Schweizer werden, währenddem ihr Deutschen den Fehler gemacht habt, sie überall hineinzulassen. Man darf nicht vergessen, dass die politische Gleichberechtigung der Juden erst im letzten Jahrhundert Tatsache wurde, und zwar erst noch auf großen Druck Frankreichs. Und es gibt ihn emotionell heute noch? Es gibt ihn latent, ist er vorhanden in jedem Volk, da bin ich ganz fest überzeugt, weil die Juden sich einfach als dieser Sündenbock anbieten, und zwar deshalb, weil sie sich die Freiheit herausnehmen, so zu sein, wie sie sind. Das heißt, anders als wir sind. Und jede Mehrheit stört sich irgendwo an der Minderheit, die sich nicht, um es nun überspitzt zu sagen, gleichschalten will. Und die Juden tun das nicht. Und deshalb bieten sie sich immer an als eine Minderheit, die man... Und den Antisemitismus, den gibt es bei uns latent auch. Den sehe ich privat, erlebe ich das immer wieder, wenn man irgendeinen Namen sagt, sogar in akademischen Kreisen, dass man plötzlich die Frage stellt, ein Jude? Ist das in Deutschland heute? Sie haben ja ein Trauma, nicht wahr, in Deutschland? Herr Gott, wir haben keinen Antisemitismus. Das ist eine Nation, wenn ich so mal sagen darf, Nation mit Stumpf und Ziel ausgetrieben worden. Es gibt keinen. Aber das schlechte Gewissen ist da, das, vor allem was also den Mittleren Osten und all diesen Pulverfass betrifft, ist einmal das schlechte Gewissen der Deutschen da, dass man dort auf einem kleinen Stück Sand so eine Riesenpotenz von Intelligenz und Fähigkeit angesammelt hat und eigentlich eingeleitet hat durch das, was wir Deutschen getan haben. Deswegen gibt es den in der Bundesrepublik eigentlich überhaupt nicht mehr. Wenn ab und zu hier in der Öffentlichkeit etwas gesagt wird über Grabschändungen und dergleichen, das sind winzige Dinge. Der ist mit Stumpf und Stil ausgetrieben. Darf ich da doch einen kleinen Zweifel anmelden? Und zwar einfach deshalb, das ist ja nicht eine, da meine ich ja nicht einen Angriff auf Deutschland. Mhm. Ich sage ja, dass dieser Antisemitismus gibt es in allen Nationen. Ja. Die Alliierten hätten die Möglichkeit gehabt, beispielsweise während des Krieges die Bahnen zu den Konzentrationslagern, zu den Vernichtungslagern zu bombardieren. Mhm. Sie haben es nicht gemacht. Es gibt einen hochinteressanten Bericht in Amerika, der vielleicht ein wenig ähnlich ist dem, was wir hier in der Schweiz geschrieben haben, das Boot ist voll. Man hätte mehr tun können. Es gab im 38 die vielen Länder, die die Juden nicht aufnehmen wollten. Also der Antisemitismus ist eine weltweite Erscheinung. Mir scheint doch, dass, wenn ich manchmal gewisse Zeitschriften, die ich an sich sehr interessant finde, lese, dass unterschwellig doch etwas wie Antisemitismus vorhanden ist, in dem beispielsweise gerade in dem, was im Mittleren Osten geschieht, Israel immer ganz anders beurteilt wird als die Araber. In arabischen Nationen kann in arabischen Nationen kann man Dieben die Hände abhacken, das ist völlig normal. Ja. Israel wird als ein rassistischer Staat hingestellt, als ein sozusagen als ein Hitlerstaat. Da bin ich manchmal nicht ganz sicher, ob da nicht unterschwellig doch noch unter dem Signum des Antizionismus, Antisemitismus mit. Darf ich noch auf etwas kommen? Das ist nicht die Presse, die ich lese. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Aber wenn Sie heute in der Bundesrepublik auch wieder ein solches Referendum veranstalten, hat Israel eine unglaubliche Unterstützung. Auch in dem ganzen Disput um die Spannung im Mittleren Osten. Deshalb sind wir in einer miserablen Lage. Wir brauchen das Öl der Araber. Das ist ja unsere ganze Koks dabei, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass das in der Bundesrepublik irgendeine nominelle Rolle noch spielt. Gut. Gar nicht bei der Jugend. Ich habe auch meine leisen Zweifel. Wir meinen wahrscheinlich dasselbe, das unterschwellig Emotionelle. Oh. Aber ich möchte noch etwas anderes fragen. In der Zeit habe ich, das bezieht sich auf das Dritte Reich, aber es bezieht sich eben nicht nur auf das Dritte Reich. Da wurde Folgendes gesagt. Die Bevölkerung im Reich wusste so viel und so wenig, wie sie wollte. Was sie nicht wusste, das wollte sie nicht wissen. Etwas nicht wissen zu wollen, heißt jedoch stets, dass man genug weiß, um zu wissen, dass man nicht mehr wissen will. Stimmt das? War das so? Sie erwähnen es einmal in Ihrem Buch am Rande. Ja. Wir haben sehr akute Fälle in der jüngsten Vergangenheit. Sie wissen dieses nicht, oder? Ja. Mit Vergessen und so weiter. Ja. Das stimmt weitgehend, was hier geschrieben ist. Gar keine Frage. Ja, stimmt das auch? Das stimmt keine Frage. Auch in den heutigen sowjetischen Diktaturen. Ja. Weitgehend stimmt das, aber man darf sich nicht darüber wundern. Es ist so, dass wenn ein politisches System von
einem Menschen braucht, da er, wenn er das, was er meint, auch aussagen will, zum Helden wird. Also das ist dann der System schuld. Man kann sich nicht vorstellen, dass in jeder Gesellschaft, jeder Nation, das ist keine Frage des Nationalcharakters und so weiter, eine solche Diktatur nicht zu solchen Folgen führen wird. Wie zum Beispiel heute in der Slowakei. Darf ich schnell etwas fragen? Ja. Sie sind ja als junger Mann, wie alt waren Sie? Sie sind 1930 geboren, also 46 sind 16. Sie, 16, 17 ja. sind Sie in die Kommunistische Partei eingetreten. Sie haben dann den Slansky-Prozess, der total verlogen war, als Mitglied der Partei, also als Außenstehender miterlebt. Wir alle fragen uns, dass ältere Leute als Sie das nun für wahr akzeptieren konnten. Dasselbe bezieht sich auf die Schauprozesse, also damals Bukharin, Rykov, Radek und so weiter. Stimmt dann das eben hier nicht auch? Auch die Folterungen, auch die Lügen, dass man, weil man in der Ideologie befangen ist, nicht wissen will, was man nicht wissen sollen darf oder da, ja. Ja, das ist die Frage der ideologisch überzeugten Minderheit. Ja. Das ist schon ihre Verantwortlichkeit und es hängt mit ihrer ideologischen Überzeugung zusammen. Aber bei den normalen Leuten, die nicht ideologisch überzeugt sind, es sieht anders aus. Zum Beispiel in der heutigen Tschechoslowakei. Die Diktatur stützt sich überhaupt nicht auf eine Massengewalt an, wie es unter Stalin der Fall war. Es gibt keine Hunderttausende politische Gefangene, keine Konzentrationslager mehr und so weiter. Aber was macht diese Diktatur? Sie stellt jeden Bürger vor der Wahl oder zu den politischen Fragen zu schweigen und dann bekommt der Bürger eine Möglichkeit, sein Privatleben sozusagen durchzuleben und ein Auto zu haben, Wochenende aus und alle diese Konsumgüter, eine gute Arbeit bekommen und so weiter. Aber wenn er nicht schweigt, also dann riskiert er es, das alles zu verlieren. Und er weiß dabei, dass es sozusagen realpolitisch gesehen, ja, das ist schon Frage, ob es real ist oder nicht, aber sozusagen realpolitisch, das hat doch keinen Sinn, sich zu engagieren, weil ich selbst kann damit sowieso nichts etwas zu machen, da sind die größeren Kräfte im Spiel und so weiter. Also der will dann wirklich nicht alles wissen, weil es für ihn leichter ist, zu leben. Ja. Aber im Grunde weiß es, dass es Unrichtigkeit gibt, dass es unterdrückte Minderheit gibt und so weiter. Aber er will das nicht wissen. Er sympathisiert nicht mit der Gewalt, aber er hat eine Angst, sich gegen diese Gewalt zu stellen, weil er kann alles verloren und nichts für sich gewinnen. Ja, also ist dann die Frage, den Massenmenschen in Konsumgesellschaft. Und es ist sehr interessant, auch in diesem Sinne wahrscheinlich diese Erfahrung der Ostblockstaaten heute, weil es ein Beispiel ist, wo man eine Diktatur auf einem Grund, eine Konsumgesellschaft aufbauen kann, was beim Faschismus nicht der Fall noch war. Es ist immer möglich, auch in diesen Bedingungen der heutigen Konsumgesellschaft, der Zivilisationsstufen, der auch hier im Westen verwirklicht ist. Ich möchte gleich noch mal auf das zurückkommen, aber vorher noch eine kurze Frage oder auch kurze Antworten, wenn ich Sie bitten darf. Hua Kuofeng, der Parteivorsitzende der Chinesischen Volksrepublik, 900 Millionen Einwohner, hat Ceausescu und Tito besucht und anschließend noch schnell im Vorbeigehen Iran. Was heißt das? Ist das das Erscheinen des chinesischen Kolosses in der Weltgeschichte in den letzten 200-300 Jahren? Das ist eine klugere Politik, als die sogenannte Viererbande gemacht hatte, meiner Meinung nach. Aber sonst ist auch ein Versuch, eine Weltmacht aus China zu machen. Das ist ganz natürlich, das ist wahrscheinlich ganz normal, dass China das versucht. Aber sonst, ich sehe in der China... Ist das nicht eine Wende von der Ideologie zur sogenannten Realpolitik und Bedrohung? Müssen da die Kreml-Leute nicht Angst bekommen? Sie haben schon Angst bekommen. Ja, ja.
Und, das ist ein neues Element in der Weltgeschichte, in der Weltpolitik. Ich glaube, der Koloss hat sich in Bewegung gesetzt. Sie sagen 900 Millionen, das ist unglaublich. In wenigen Jahren 1 Milliarde Menschen. Der Koloss beginnt sich zu bewegen. Und wenn er jetzt also moderne Technologie besorgt, in die Zivilisation einsteigt, wird sich vieles ändern. Das ist für mich ein bedeutendes Ereignis. Hoffen wir, dass es so bleibt. Ich glaube, man braucht keine Sorge zu haben, dass China als Koloss Machtpolitik betreiben kann. Bis dahin ist ein weiter, weiter Weg. Zum Schluss habe ich noch, bitte sehr, Herr Heisler. Ich bin da etwas skeptischer. Ich glaube, dass der chinesische Kommunismus nicht weniger totalitär ist als der in der Sowjetunion. Ich könnte mir vorstellen, dass er in gewisser Beziehung noch sehr viel subtiler und deshalb sehr viel gefährlicher ist. China sucht jetzt Verbündete nur nach dem Prinzip, wer gegen die Sowjetunion ist, ist für mich. Und da glaube ich, müssten die demokratischen Staaten sehr vorsichtig sein, dass sie in China nicht einen Verbündeten gegen den Totalitarismus haben, sondern eine viel klügere, viel subtilere Macht, die aus machtpolitischen Gründen, die genauso die Welt eines Tages beherrschen will, wie die Sowjetunion es will. Ja. Und das ist deshalb, glaube ich, dass man sich da sehr hüten muss. Aber meinen Sie, dass der Westen das Spiel vorerst erstmal mitspielen sollte und muss? Wenn er sich ständig bewusst ist, was gespielt wird, dann würde ich sagen, vielleicht ja. Aber man muss wissen, wer dieser Spieler ist. Ja, aber man kann nicht die Mitspieler wählen immer. Man hatte den Stalin auch als einen Verbündeten gegen Faschismus gehabt. Genau. Man muss das wissen, das ist klar. Aber ich persönlich bin heute nicht davon überzeugt, dass China schon eine Gefahr, eine aggressive Kraft für Westen und für Europa bedeutet. Aber was man hört, die chinesische Partei innenpolitisch wirkt, von einem Totalitarismus, wie er sich nicht unterscheidet, vielleicht noch schlimmer ist als der in der Sowjetunion. Ich möchte zum Schluss Sie noch etwas fragen, Herr Mlinaus. Was uns alle beschäftigt, Sie, Herrn Steinhoff, Sie und uns alle, glaube ich. Wie ist eine Änderung des Totalitarismus im Osten möglich oder wie ist sie überhaupt möglich? Das soll ich hier beantworten, ja? Ja. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig. Ja. Langfristig und vor allem mit Differenzierung der verschiedenen historischen Kräfte und der verschiedenen Kräfte überhaupt, die im Sowjetblock durch Gewalt vereinigt wurden. Auf welche Weise, ich will nicht prophezeien, ich habe es schon mehrmals in meinem Leben gemacht und es endete immer schlimm. Also, weiß nicht, aber in jedem Falle sieht es meiner Meinung nach so aus, dass es hier innerliche Widersprüche gibt, die dazu führen werden, dass der totalitäre System des Sowjetblocks nicht zu einer Weltmacht sich machen kann. Dass dieser Traum, der immer alle Diktatoren und alle Weltmächte gehabt haben, werden sie auch nicht verwirklichen. Gut, ich sage Ihnen Dank für dieses Statement, für diese Erklärung am Schluss. Ich sage Ihnen allen dreien sehr herzlichen Dank, dass Sie hierher gekommen sind. Und ich wünsche Ihnen hier im Studio und Ihnen, liebe Zuschauer zu Hause, einen schönen Abend.